Ihr müsst mit dem Striker, das ist der grüne Kollege hier, müsst ihr eure Steine anspielen und in diese Löcher versenken. Hier sind Löcher. 2, 3, 4. Ja. Da muss der Stein reingespielt werden. Trifft man, dann ist man weiterhin am Zug. Wer als erster alle seine Spielsteine und als letztes die rote Queen versenkt hat. Die rote Queen hat heute so ein bisschen die Funktion einer schwarzen 8 beim Billard. Ne? Also die als letztes, dann gewinnt man dieses Spiel. Irgendwo? Ja, da muss man kein Loch ansagen oder muss auch nicht ins Gleiche oder gegenüber. Hauptsache, der geht rein. Okay. Es wird gelost, wer anfängt. Und wer anfängt, spielt automatisch auf die weißen Steine. Okay. Der Striker wird frei positioniert auf der Grundlinie. Das ist die Grundlinie hier bei euch. Wichtig ist, dass der Striker die dicke und die dünne Grundlinie berührt. Also das wäre nicht richtig und das auch nicht. Und wenn man am Ende ist, dann darf man auch den Eckpunkt, den roten, nicht so anschneiden, sondern dann, wenn man schon hier ist, dann muss man ihn auch ganz auf das rote Feld legen. Ist das korrekt? Wenn ich die, wenn ich die rote aus Versehen vorher reingeschossen wird, ist vorbei. Genau. Ähnlich wie das bei ist der, das Spiel vorbei. Das ist. Und wenn ich einen Stein vom Gegner? Da kommen wir jetzt zu den Sonderregeln, die zählen wir jetzt auf. Also was ist zum Beispiel, wenn man seine eigene und dann noch einen Stein vom Gegner versenkt? Dann ist man weiter dran. Solange man einen eigenen Stein versenkt, ist man weiter dran. Okay. Man kann ruhig einen Gegner versenken. Was ist, wenn der Striker mit reingeht? Wenn der Striker mit reingeht, dann wird der eigene Stein wieder rausgenommen und wieder in die Mitte gelegt. Man ist aber weiter dran, weil man einen eigenen Stein versenkt hat. Okay. Wenn beide mit reingehen. Und wenn nur der Striker reingeht, dann ist der andere eh dran. Dann kommt ein Strafstein wieder raus. Also einen, den man schon mal reingespielt hat, der kommt wieder raus als Strafe. Guck mal, gibt es Steine, wenn noch gar keiner drin ist von einem? Nein. Okay. Das sind die Detailfragen, die kommen dann ja, aufs Programm, wenn es soweit ist. Dafür ist Rainer da. Ihr habt erstmal grundsätzlich alles verstanden. Ihr müsst jetzt noch auslosen. Machen wir bitte das Losverfahren. Das machen wir auf, bis einmal der Tisch leer ist. Also von, mit den einen genau. Steinen. Genau, ihr habt jeder drei Steine plus natürlich die rote Queen. Wenn es drei passt. So. Du fängst an, du hast weiß. Ja. Okay, es geht los. Die Schnipstechnik ist... Nein, gut, das zeige ich euch mal gerade eben noch. Einmal kurz. Also wie gesagt, hier ist die Grundlinie. Und dann legt ihr dann einfach den Finger möglichst nah dran, weil sonst tut euch den Finger weh. So, und dann schnippt man einfach. Aber man muss nicht den Zeigefinger nehmen, kann auch hier... Man kann auch den Mittelfinger nehmen. Genau. Alles klar. Ja. Gut, Spiel Nummer 9. Am Anfang noch, sollte der erste Schuss, oder beim ersten Schuss jetzt die Queen versenkt werden, ist das Spiel noch nicht vorbei. Dann kommt die wieder in der Mitte. Erst ab dem zweiten Schuss, dann... Das heißt, ich kann jetzt noch Full Pull machen und alles ist noch schön. Ich habe einen Vorschlag. Fangt einfach an. Spiel Nummer 9, Karom. Achso, noch was? Während des Spiels dann nicht aufstützen, weil das könnte den Gegner so ein bisschen irritieren. Aber irgendwelche Finger, andere kann ich mit drauflegen. Ja, das ist okay. So, also. Jetzt bin ich dran. Okay, indisches Brettspiel. Du hast jetzt die schwarzen. Jetzt musst du versuchen, den irgendwann noch. Wirklich dem Pool-Billiard vom Reglement her gar nicht so fremd. Ach so, nach jedem Schuss? Okay, okay. Wichtig vielleicht auch noch, dass die Kandidaten auf ihrem Stuhl sitzen bleiben müssen, dürfen sich also nicht erheben und da um den Tisch rumwandern, wenn sie da von der Grundlinie in Striker spielen. Das ist auch nicht erlaubt. Also im Prinzip wie ein Putten. Schön die Draufsicht und das war gut gespielt von Stefan Raab, wie er den da aus unserer Sicht von der Draufsicht oben links unten ins Loch spielt. Sehr schön angeschnitten, spricht für viel Gefühl und Finesse bei Raab. Jetzt bist du dran. Also, damit ist ja auch klar, Raab spielt auf die schwarzen Steine. Und Jan auf die Weißen. Den möchte er da jetzt oben rechts im Loch unterbringen. Und fast geht er oben links rein, aus unserer Sicht immer. Ich kann auch hier auf den roten Kreis so drauf, ne? Aber ganz auf den roten Kreis, so ist richtig. Ich dürfte jetzt auch so lang? Ach, darf man auch? Ja, wie soll das sonst anspielen, ne? Ja, ja. Aber dann musst du gucken, dass du hier nicht drauf liegst. Mit dem, über dem Handgelenk, also ein Handgelenk ist nicht über diese Grundlinie kommt. Das heißt, ich muss jetzt... Genau. Kann auch mit dem Daumen. Ach so. Also das ist auch eine wichtige Regel. Das Handgelenk darf da nicht zu weit in den Tisch, aber das war regelkonform, was Jan da macht, mit dem Daumen geschnippt. Und damit haben beide einen eigenen Stein versenkt. Alles offen hier noch beim Karom. Ach, sorry.
Gut. Jetzt muss ich wieder hier hin, ne? Was ist, wenn der... Wenn du den berührst, das darfst du nicht. Darfst du dir vorher überlegen. Okay, okay. Hey, sorry, ich habe jetzt sehr gut vorgelegt. Ja. Im Augenblick. So, er wird jetzt da oben den weißen Stein versuchen, rechts oben zu platzieren im Loch. Oder mit Gefühl möglichst nah ranzulegen. Das war viel zu schwungvoll. Also richtig schwierig ist nicht erlaubt. Ne? Also man muss schon versuchen, einfach nur so zu stippen. Dann nochmal der Hinweis. Nicht wie beim Curling. Ja. Gut gespielt von Rad. Also nicht schieben und dann putzen, sondern wirklich mit einer Schnittbewegung. Und den erwischt er hier wunderschön in der Zeitlupe eingefangen. Genau richtig da oben an der Bande. So, da war jetzt das Ziel von Rabin, einfach besser zu positionieren, den eigenen schwarzen Stein. Und der nächste Versuch von Jan mit dem Schnipper da oben ins Loch zu kommen. Da überhaupt nicht richtig getroffen, den weißen Stein. Also es hängt da sehr viel von dem Winkel ab, in dem man den Stein trifft, von der Geschwindigkeit selbstverständlich. Da versenkt Raab fast Jans Stein, legt ihm den zumindest recht gut ans Loch. Und das muss man übrigens jetzt mit ganz, ganz viel Gefühl machen, mit wenig Tempo daran schnippen. Wo ich auch einen Doppelkontakt zustande kommen lassen. Ja, da war der angesprochene Doppelkontakt, aber zu frontal hat er da den weißen Stein getroffen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Setzt Jan sich weiter ab, wenn er hier Karom gewinnt, oder dreht Raab fürs erste Mal den heutigen Abend bei Schlag den Raab und geht seinerseits in Führung? Ich kann, auf diese anderen Seiten kann ich nicht, darf nur noch von der Uhr. Du musst ja auch sitzen bleiben. Ja, den hat er genau richtig angespielt, genau im richtigen Winkel. Zack, und dann ist passiert. Wunderschöne Nahaufnahme hier in der Slow Motion, in der Zeitlupe. Also, großer Dank hier auch an die Kameraleute, an die Regie, hier diese beeindruckenden Aufnahmen zu liefern, diese kurzen Bewegungen, diese kurzen Kontakte da so schön einzufangen. Krumme Finger. Beide müssen noch einen eigenen Stein und dann im Anschluss, das ist wichtig, die rote Queen versenken. Erst dann hat man gewonnen. So, jetzt liegt Jan da nicht wirklich günstig so dicht an der roten Queen. Wenn er jetzt seinen Stein falsch anspielt, dann läuft er Gefahr, die Queen zu versenken. Und das darf er nicht, bevor nicht sein letzter eigener Stein versenkt ist. Position für Raab deutlich besser. Deutlich besser. Und jetzt hat er ganz, ganz gute Karten. Denn er kann seinen Stein da an der Grundlinie, hier sehen wir nochmal in der Slow Motion den wunderbaren Treffer, schön geschoben. Und jetzt hat er alle Möglichkeiten. Das war zu schwungvoll von Raab. Da wollte er zu viel. Und jetzt natürlich auch wieder die Chance für Jan, denn sein weißer Stein ist jetzt frei. Hat er wieder ein bisschen geschoben, muss aufpassen, dass er da wirklich beim Schnippen bleibt. Ist egal, wo rein, ne? Ist egal, wo rein. Aha. Das war jetzt etwas zu sanft, etwas zu vorsichtig. Aber er blockiert da den ganz guten Weg von Jan. Also wenn er den jetzt, na, so kann er nicht spielen, er muss ihn viel weiter hoch aus unserer Sicht legen. Oh, boah, da habe ich mich ganz schön verhauen. Der macht den fast rein. Offensiv gespielt. So, Raab jetzt. Er muss es etwas vorsichtiger angehen. Nah ans Loch ranlegen. Birgt natürlich die Gefahr, wenn er nicht versenkt. Und Jan anschließend seinen Stein macht, hat der einen Elfmeter. Ich wäre zumindest näher rangegangen. Und hat er noch Glück, Jan, dass er seinen Striker nicht versenkt. Tja, so spannend kann dieses indische Brettspiel sein. Karom. Ah, schon besser. Ja, mit den Musiken jetzt reinmachen. Ja, dann schauen wir uns das mal an.
Kamera allerdings jetzt relativ weit vom Reinmachen entfernt. Jetzt Raab, er geht ganz weit hinten hin. Mit wie viel Schwung schnippt er jetzt? So, Daumen hoch. Vorsichtig muss er sein, vorsichtig. Langsam ranrutschen. Kommt sich vor wie so ein... Um da aus der guten Position nicht mehr rauszukommen. Oder spricht sich natürlich leicht. Ist das indisches Spiel? Das ist ein indisches Spiel. Das können aber auch Deutsche. Ja! Vielen Dank, Rainer. Ja. Endlich machen Fingernägel auch für Männer mal Sinn. Karom-Meister im Arme-Leute-Billard, Stefan Raab, meine Damen und Herren. Und kommt mit. Boah, wenn es um den Busch geht. Ja, was man überhaupt kommt mit. Timing hat. Ja, auch das darf raus. Und wir schauen, nein, ist alles in Ordnung. Das ist ein Führungswechsel.